Hallo. Ja, ich glaube, so geht das schon. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht gegen das Stativ rumpel und meine neue Kamera einfach einen Abgang macht. Von daher ist Vorsicht angesagt. Was machen wir heute? Es steht schon in dem Overlay. Wir machen heute Badebomben selber. Ich habe mir eine Kleinigkeit auf Amazon bestellt. Das zeige ich euch jetzt am besten, wenn ich das hier in meinem ganzen Wusa finde. Und zwar das hier. Und das ist ein kleines Set für Badebomben zu machen. Also das hier sind quasi Folien. Das sind Folien, die kann man ja mit dem Föhn heiß machen und die legen sich dann, wie wenn man Badebomben kauft, so um die Badebombe drum. Okay. Ich habe ein wenig funktionierende Küchenwaage gekriegt. Küchenwaage ist am Start. Mal schauen, ob sie funktioniert. Ich habe die Info bekommen, sie könnte ein wenig funktionieren. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. Und zwar sind jetzt hier noch so Metallförmchen drin. In die presst man die Masse näher rein und kann dann halt die formen. Dann haben wir hier ganz viel so Farbe für die Badebombe. Was haben wir zum Beispiel? Zitrone. Wir haben Vergissmeinnicht-Blau. Wir haben Orange. Ich frage mich, ob die auch riechen. Weil sie haben alle Essensnamen, aber ich glaube, es soll eigentlich nur Farbe sein. Das tun wir dann in die Masse rein und haben dann die schönen bunten Farben. Jetzt erstmal dazu, was wir für die Badebombe alles brauchen. Also wir brauchen erstmal eine große Schüssel. Da machen wir quasi die ganze Masse drin. Wir brauchen Zitronensäure und wir brauchen Natron. Wir brauchen ein bisschen Olivenöl. Ich hätte lieber Kokosöl genommen, beziehungsweise Kokosfett, weil Kokos meistens besser für die Haut auch ist. Aber es gab leider bei einschlägigen Drogeriemärkten keins mehr. Und deswegen gibt es jetzt Olivenöl. Und wir brauchen noch Speisestärke. Also wir fangen jetzt einfach mal damit an. Hier sind, glaube ich, 250 Gramm drin. Ich kann da Honig reintun. Super, natürlich sind die auch alle nochmal extra eingeschweißt. Bin ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was das angeht. Denke mal schon, dass es funktioniert, weil die Rezepte auf den meisten Seiten alle gleich sind. Aber wenn ich so Zitronensäure und Natron höre, denke ich ehrlich gesagt eher an den Chemieunterricht als an eine Badebombe. Liebe magische Hand im Hintergrund, kannst du mir einen Teller bringen oder irgendwas, wo ich die drauflegen kann, wenn ich fertig bin? Zieh mir jetzt auf jeden Fall Handschuhe an. Wer ist bereit für seine Untersuchung? Die Katze guckt schon, als ob die denkt, hier gibt's was zu essen. Das sollen wir jetzt erstmal vermengen. Okay, das kriege ich hin. Toll, jetzt kann ich nicht mehr scrollen. Jetzt muss ich erstmal diesen einen Handschuh ausziehen. Wie wird's nachher aussehen wie Sau? Ich sag's euch jetzt schon. Milliliter. Ich muss mich beeilen. Die Waage scheint nicht viel Saft zu haben. Er scheint mir ehrlich gesagt ein bisschen wenig für die Masse, aber ein bisschen besser für die Kamera zu machen. Damit man auch was sieht hier. Das fühlt sich auf jeden Fall schon mal lustig an. Kannst du mal scrollen? Oh no, ich habe keine Schere. Weil vor der habe ich am meisten Angst. Die macht mir Angst. Okay, Wasser war, glaube ich, eine Scheißidee. Es fängt an zu sprudeln. Deswegen wahrscheinlich so wenig Wasser, damit da nichts reagiert drinne. Weißt du, man soll ja da drinne später baden können. Das heißt, es kann mir ja nicht meine Hände wegätzen. Oh, Peach! Wir versuchen Peach als erstes. Vorm Gebrauch schütteln. Das kriege ich hin. Ein Tropfen ist ziemlich hell, zwei Tropfen dunkler und drei Tropfen. Fokussier mal. Es wird irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Warte, ich muss jetzt hier noch einmal umfokussieren. So. Aber wir kriegen das hin. Ich sag euch, da muss man mit den Fingern ran. Ich glaube, ich habe noch zu kleine Schalen ausgesucht. Ja, mit den Fingern geht das schon etwas besser. Und es ist doch farbintensiver, als ich gedacht habe. Jo, ich freue mich voll, ey. Mal schauen, ob ich vielleicht eine verschenken tue auch, wenn die gut geworden sind. Ich weiß noch nicht, wem ich die schenken soll. Die meisten Leute, die ich kenne, gehen gar nicht so gerne baden. Nicht so wie ich. Ich
bin ja so traurig, dass in unserer neuen Wohnung keine Badewanne ist. Aber dafür hat die Wohnung einfach so viele andere Vorteile. Zumal ich meinen eigenen Streaming-Raum kriege und nicht mehr so gekrüppelt wie jetzt einfach mitten im Schlafzimmer streamen muss. Ach, die Farben sind aber wirklich schön. Die kann man übrigens auch für Seife hernehmen. Das heißt, wir können auch mal Seife selber machen. Ich bin voller Badesalzzeug. Ich sehe aus, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist eine gute Größe. Also im Prinzip tut man das jetzt hier rein und muss das alles ziemlich gut festdrücken. Also lila ist irgendwie sehr krümelig geworden. Ich weiß noch nicht ganz warum. Es muss ordentlich verdichten. Kranplätze müssten verdichtet sein. Und jetzt müssen wir quasi mit genug Schmackes zusammendrücken. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich da warten muss, ob ich die gleich wieder aufmachen kann. Es wird so schief gehen, wenn ich das aufmache. Ich wusste, dass es an dem Lila scheitert, weil das fühlt sich nicht mehr richtig an, das Lila. Scheiße, ich kriege das da gar nicht mehr. Wenn ich das aufmache, habe ich hier zwar mehr drin, aber hier noch irgendwie super viel. Wir haben jetzt hier... Das wird ein kleiner Frankenstein. Wir müssen den hier irgendwie fixen. Ich hätte mal eine Schale nehmen soll für Reste, wo ich die Reste reinschmeiße. Ich meine, ist okay, dass die eine Seite scheiße aussieht, aber... Ein trauriger erster Versuch. Fuck, Mann. Hilfe. Also, ich glaube, blau und rosa halten ganz gut, aber lila und das andere sind eine Vollkatastrophe. Ich glaube, ich habe auch was falsch gemacht. Also, wir versuchen jetzt mal eine rosa-blau-Kombination. Also, es wird eher rosa mit einem blauen Kern. Und wenn es am Ende des Abends nur eine Badepompe ist. Wir versuchen einfach unser Glück. Das Ding ist halt einfach nur, ich habe halt nicht unendlich viel Masse. Das heißt, hier sollte schon langsam mal was bei rauskommen. So, die drücken wir jetzt feste zusammen. Da kommt super viel Öl raus. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die erste Hälfte... Oh Gott, das sieht man in dieser Kamera einfach nicht. Die erste Hälfte sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir bloß noch das auf der anderen Seite rauskriegen. Oh mein Gott, Leute. Die erste Badebombe. Oh, ich weiß, warum die austrocknen muss. Die ist super glitschig. Und es funktioniert. Das heißt, das Problem lag definitiv an den anderen Farben. Jetzt wissen wir nur nicht, warum die anderen Farben nicht funktioniert haben. So, jetzt schnacken wir nicht lange und fangen hoffentlich relativ schnell an. Okay, wir tun erst ein bisschen von dem Grünen hier rein. Schön festdrücken, fühlt sich auch noch gut an. Jetzt machen wir das wieder so. Und wir drücken ordentlich. Ah, ist das eine Sauerei, ich sag's euch, Leute. Das ist eine Riesensauerei. So. Oh mein Gott. It's so beautiful. Es will wieder nicht scharf stellen. Oh mein Gott. Eine kleine, süße, perfekte Badekugel. So, und jetzt machen wir einfach drei Farben übereinander. Ich habe nicht mehr so viel. Ich hätte nicht gedacht, dass Badebomben selber machen so viel Spaß macht. Beziehungsweise, ich kann das... Es war so klar, dass das jetzt wieder nicht funktioniert, ne? Ich habe nämlich noch eine kleinere Form. Und ich hoffe einfach, ich kriege das in die kleinere rein. Und dass es dann vielleicht trotzdem funktioniert. So, wir quetschen das jetzt quasi einfach in eine kleinere Hälfte. Hält. Und wenn es dann doch nicht hält, dann gibt es halt zwei... Untertassen. Okay, es gibt einfach zwei Untertassen. Wollen da nicht rauskommen. Kann ich auch mitleben. Gibt's halt halbe Badekugeln. Jetzt darfst du dir zwei Farben aussuchen. Oder drei. Kannst du auch drei Farben. Kannst du hierher kommen, gucken. Das wird dann deine Badebombe. Wenn ich so viel bade. Also such dir zwei Farben aus. Für mehr wird's wohl nicht mehr reichen. Ich weiß nicht, ob es da eine männliche Farbe gibt, die deine Männlichkeit unterstreicht. Also, wir haben Cherry und Blueberry. Wir machen aber eine kleine, weil für mehr reicht es leider heute nicht mehr. Also, wir brauchen das nächste Mal viel, viel mehr von diesem Zeug. Man denkt immer so, oh ja, das reicht locker. Und dann drückt man es fest. Und dann reicht es doch nicht so wirklich. Aber das könnte nochmal ein Erfolg hier werden. Also, dieses... Die Salfast-Badekugel, oder auch nicht, der ist nämlich schon wieder so... Also manche Farben scheinen irgendwie trockener zu sein oder trockener zu werden als andere. Da gibt es bestimmt auch im Internet schon Gerätschaften für, die Badekugeln so zusammenpressen. So ein Gerät, wo du dann so zudrückst und dann...
Es gibt doch von alles irgendwie eine Vereinfachung. Wenn der Mensch zu faul ist, dann macht er sich es einfacher. So, jetzt schauen wir mal. Oh ja! Tada! Die sieht auch cool aus. Dieser Mann ist eindeutig zu verfressen. Die Frage kam schon wieder, kann man das essen? Also, ich versuche euch jetzt mal das Endergebnis unseres... Wie lange haben wir jetzt hier rumgetüftelt? Eine Stunde. Also gar nicht so lange. Wir haben eine große Badebombe, die ziemlich abgesackt ist. Sieht jetzt aus wie so ein Keks. Eine, die richtig gut geworden ist. Die hier ist auch schön geworden. Und wir haben zwei halbe. Die wollten nicht zusammenhalten. Aber sie sehen cool aus. So, also die kann man jetzt in den Kühlschrank stellen oder man lässt sie an der Luft trocknen. Und ich versuche hier mal ein bisschen aufzuräumen. Und dann schauen wir mal